Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Matthäus Kapitel 5, den 13. Vers. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Als wir uns mit den Seligpreisungen befasst haben, da haben wir darauf hingewiesen, dass es dabei um die Wesenszüge des Himmelreiches geht. Es geht um die Charakterzüge unseres Herrn Jesus Christus, der damals zu seinen Jüngern gesagt hat, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und er meinte sich selbst damit, seine eigene Person. Es geht also in den Seligpreisungen um die Charakterzüge unseres Herrn Jesus Christus. Und an diesen Charakterzügen hat jeder Anteil, der von Neuem geboren ist, der wiedergeboren ist, durch das Wort Gottes und durch die Kraftwirkung des Heiligen Geistes, also von oben her, von Gott her, neu geboren ist, eine Neuschöpfung geworden ist in Christus Jesus. Und darum ist es zunächst einmal entscheidend, dass jemand seine Bedürftigkeit vor Gott erkennt. Das ist wichtig und findet seinen Ausdruck in Vers 3, Kapitel 5, Vers 3. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Da geht es um die geistliche Bedürftigkeit des Menschen. Wie Luther es formuliert hat, wir sind Bettler, das ist wahr. Und als wir über dieses Wort gesprochen haben, haben wir darauf hingewiesen, dass sich diese geistliche Bedürftigkeit, diese Bettelarmut im Geist hindurchzieht durch unser ganzes Glaubensleben. Und dass das nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens der Fall ist, sondern eben auch später und immer tiefer hineingeht in die Abhängigkeit von unserem Herrn Jesus Christus. Das ist geistliche Bedürftigkeit, dass man erkennt, dass man von Natur aus nichts hat, was hineinkommen kann in das Reich Gottes, in das Himmelreich, dass alles von oben kommen muss. Alles von Gott gewirkt in Christus Jesus, seinem lieben Sohn. Also wir sind Bettler und bleiben es auch bis zu unserem letzten Atemzug. Das ist wahr, so sagt Luther am Ende seines Lebens. Und so empfängt der Mensch aus Gottes Gnade eine Gott wohlgefällige Gesinnung, eine ganz neue Herzenshaltung in Christus. Also eine Herzenshaltung, die der Mensch von Natur aus eben nicht hat. Kein Mensch auf dieser Erde könnte sagen, dass die Charakterzüge Jesu hier geoffenbart in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen, dass sie von Natur aus sein eigen sind, sondern das bekommt ein Mensch bei der Neugeburt durch den Glauben an Jesus Christus. Es geht also zunächst einmal um das, was der Mensch ist, und zwar in Christus, nicht in sich selbst und auch nicht aus sich selbst heraus. Und erst dann geht es um das Tun. Das ist wichtig. Diese Reihenfolge ist sehr wichtig, auch für unser persönliches Glaubensleben, das immer wieder zu bedenken. Es geht nicht in erster Linie um das, was wir tun, um unser Verhalten, sondern es geht in erster Linie um das, was wir sind, und zwar in Christus. Und genau diese Reihenfolge wird auch hier in unserem Vers eingehalten. Ihr seid das Salz der Erde. Hier geht es also nicht zunächst um das Tun, um das Verhalten, sondern um das, was wir sind, was die Jünger und Jüngerinnen Jesus sind. Ihr seid das Salz der Erde. Es geht also um das Sein des Christen als Salz der Erde, dann um sein Verhalten. Und dieses Verhalten wird ausgedrückt hier in diesem Vers unter einem negativen Vorzeichen. Niemals wird jemand durch sein Tun zu dem, was er ist, sondern durch das, was er ist, folgt dann auch sein dementsprechendes Tun.
im Vollzug des Tuns, also dadurch, dass ein Mensch das tut, was Jesus hier in der Bergpredigt erklärt, durch sein Tun wird wiederum auch sein Wesen gestärkt. Also das bedingt sich gegenseitig. Vielleicht kann man das mit folgendem vergleichen. Kein Mensch kann atmen, ohne dass er zuvor Leben empfangen hat. Aber wiederum kann kein Mensch leben, ohne zu atmen. Das eine also bedingt das andere. Aber der Ursprung ist das Leben, das ein Mensch empfängt. Und aufgrund seines Lebens, das er empfangen hat, kann er atmen. Und so ist es mit dem Tun, von dem dieser Vers durchaus auch spricht, wie schon gesagt, unter einem negativen Vorzeichen. Da kommen wir dann am kommenden Sonntag, so Gott will, dazu, das genauer zu betrachten. Dieses Tun des Menschen in der Nachfolge Jesu ist nur möglich aufgrund dessen, was der Mensch in Christus Jesus ist. Das ist also wichtig, dass wir das schön auseinanderhalten, aber auch immer wieder zusammensehen. Darum sagt also der Herr Jesus in unserem Vers im Bild vom Salz nicht zuerst, wie sich ein Christ zu verhalten hat, sondern was er ist. Ihr seid das Salz der Erde. Nicht ihr sollt es sein. Das ist wichtig. Nun gebt euch Mühe, in dieser Welt Salzkraft zu haben, das Salz zu sein. Strengt euch an, sondern ihr seid es aufgrund dessen, was Gott in Christus für euch getan hat. Es geht also niemals, wir unterstreichen das noch einmal dick, es geht also niemals in unserem Christenleben zuerst um ein Tun. Es sei denn, man versteht darunter, dass man seine Bedürftigkeit erkennt. So ist auch das Wort Tun in Johannes Kapitel 3 zu verstehen. Da geht es um das Tun der Wahrheit. Was bedeutet das? Wir verstehen darunter immer zunächst einmal aktiv sein, etwas unternehmen, sich verhalten. Aber das ist gar nicht damit gemeint, sondern Tun der Wahrheit im Sinne von Johannes Kapitel 3 bedeutet, dass wir ans Licht kommen, dass wir unsere Bedürftigkeit erkennen, dass wir erkennen, wie leer und wie unfähig wir sind im Blick auf die Dinge des Reiches Gottes. Das bedeutet Tun der Wahrheit. Ansonsten verstehen wir unter Tun immer eine bestimmte Aktivität. Und darum geht es im Christenleben nicht zuerst, sondern immer um ein Getan. Um ein Getan, nämlich um das, was Gott in Christus getan hat. Das ist das Allererste zu unserer Erlösung und zu seiner Verherrlichung. Das, was wir als Christen sind, sind wir immer aufgrund dessen, was ein anderer für uns getan hat, nämlich was der Herr Jesus Christus getan hat für uns und letztlich der Vater im Himmel in Christus Jesus, in Kreuz und Auferstehung. Das ist wichtig im Blick auf unser alltägliches Glaubensleben. Also wenn ich das mal so formulieren darf, geh nicht in den Tag hinein als einer, der sich in seiner morgendlichen Andacht, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass jeder unter uns morgens seine sogenannte stille Zeit macht, dass er also in der Bibel liest und dass er betet, dass er also eine Andacht hält für sich persönlich. Beginne in einer solchen Andacht niemals mit dem, was du zu tun hast, im Blick auf dein alltägliches Leben, was Gott von dir erwartet. Wir gehen ja nicht durch den Alltag als solche, die sich das selbst aussuchen, obwohl viele Dinge bereits festgelegt sind, aber wir tun sie, weil Gott sie getan haben will. Aber wir beginnen nicht damit, dass wir uns Gedanken machen über das, was wir zu tun haben, sondern wir beginnen in der stillen Zeit immer mit dem, was Gott in Christus getan hat. So gehen wir dann auch in den Tag hinein. Wir können uns Gedanken machen über das, was Gott von uns erwartet, auch im Blick auf die einzelnen Dinge, die am Tag von uns erwartet werden. Wir können uns darüber Gedanken machen, aber das ist nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist immer das, auch in unserer stillen Zeit, was Gott in Christus getan hat und was wir in ihm sind.
von daher, was wir in ihm sind. Also die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. So finden wir es auch schön deutlich im Epheserbrief, darauf weise ich immer wieder hin, in einem solchen Zusammenhang, wie der Epheserbrief eingeteilt ist. Er beginnt mit dem, was Gott in Christus getan hat. Watchman Nee hat es so formuliert, sitze. Das heißt, freu dich über das, denk über das nach, was Gott getan hat für dich in Christus Jesus. Dann ab Kapitel 4 im Epheserbrief geht es um das, was wir zu tun haben, dementsprechend. Das heißt, wandelt würdig eurer Berufung. Wandelt dessen würdig, was Gott in Christus für euch getan hat. Da geht es um unser Tun, um unseren Wandel. Und dann zum Schluss Kapitel 6 geht es dann um unser Stehen in der Himmelswelt gegen die Mächte der Finsternis, die uns ständig bedrängen und ständig angreifen. Also zunächst einmal geht es um ein Sitzen und Freuen und Danken und Gott preisen für das, was er in Christus Jesus getan hat. Und so sind die neutestamentlichen Ermahnungen zu verstehen unter dem Vorzeichen der Gnade Gottes in Christus. Dessen also, was wir empfangen haben, aus Gnaden, als Sünder, als solche, die nichts zu bringen haben. So sind dann die Ermahnungen zu verstehen. Nur auf diesem Boden der Gnade können wir sie recht einordnen. Und das ist auch immer wieder wichtig im Blick auf den Inhalt der Predigt. Wenn ihr hier zusammenkommt und wenn wir hier zusammenkommen und eine Predigt hören, wollen wir immer wieder darauf achten, ob ein Hinweis kommt auf das Zentrum des Evangeliums. Wir können natürlich viele Dinge sagen, die richtig sind von der Schrift, wie auch ein Rabbiner über das Alte Testament sprechen kann und wir können nur sagen, alles ist okay, was er jetzt sagt. Er spricht über die göttlichen Ordnungen, er spricht über die Gebote Gottes, im Gesetz gegeben und wir können nichts dagegen einwenden, aber es fehlt natürlich der Bezug zum Kreuz, zur Auferstehung, zum Zentrum des Evangeliums. Aber es ist sehr notvoll, wenn das auch in der Gemeinde Jesu so geschieht, dass man über göttliche Ordnungen predigt, dass man über das Verhalten des Menschen predigt, über die neutestamentlichen Ermahnungen, ohne immer wieder auch den Bezug herzustellen zum Zentrum, zum Kern des Evangeliums, zur Erlösung durch das Blut Jesu. Denn davon leben wir. Du lebst niemals in deinem Glaubensleben von deinem Tun, von deinem Verhalten, von der Erfüllung der neutestamentlichen Ermahnung, sondern du lebst von dem, was Gott in Christus getan hat. Und das macht dein Herz froh. Da hast du auch die Kraftquelle. Sonst legt sich das, was Gott von dir erwartet, im alltäglichen Leben, wie eine schwere Last auf dein Herz, als stündst du noch unter dem Gesetz Gottes, unter der Herrschaft des Gesetzes Gottes. Aber wir stehen nicht mehr unter Gesetz. Wovon leben wir also? Von der Gnade Jesu für Sünder, immer. Auch in unserem Gebetsleben. Wir verlassen uns nicht darauf, dass wir heilig gelebt haben, um dann von Gott erwarten zu können, dass er unsere Gebete erhört. Und je genauer wir es genommen haben in unserem Heiligungsleben, desto eher können wir davon ausgehen, dass Gott unsere Gebete erhört. Das ist ein großer Irrtum, aber viele beten so. Vielleicht auch solche, die sich dessen gar nicht bewusst sind. Aber diese Dinge müssen einmal ins Bewusstsein eindringen bei uns. Es muss uns klar werden, worauf verlasse ich mich in meinem Gebetsleben? Einzig und allein auf das, was Gott in Christus getan hat. Das heißt, im Namen Jesu zu beten. Ich bete nicht und rechne nicht mit der Erhörung meiner Gebete, weil ich heute so wenig gesündigt habe, sondern aufgrund der Tatsache, dass Gott in Christus für einen Sünder, an dem nichts Gutes ist von Natur aus, wie ich es bin, weil Gott einen solchen Sünder begnadigt hat. Also achten wir auf die Predigten. Nicken wir nicht immer alles ab, sondern prüfen wir, ob in den Predigten auch das Zentrum des Evangeliums zum Tragen kommt, in der einen oder anderen Weise. Ich erinnere noch einmal an den alten Bruder, der einmal gesagt hat, wenn ich nichts im Text selbst finde von der Erlösung durch das Blut Jesu, dann springe ich über Hecken und Zäune, bis ich da angelangt bin, nämlich wo? Auf Golgatha. Und da wird mein Herz erquickt. Da werde ich froh und dankbar. Christen sind also das Salz der Erde, und zwar in Christus durch das, was Gott in Christus getan hat.
Wir gehen einen Schritt weiter. Wie wichtig das Salz ist, das wussten in der Geschichte der Menschheit im Grunde genommen alle Menschen. Ohne Salzzufuhr ist der Mensch zum Tode verurteilt. In diesen Tagen erzählte mir noch jemand, dass unter einem bestimmten Volksstamm das üblich war, Menschen zu foltern, indem man ihnen nur Essen da reichte ohne Salz. Die starben dann unter Qualen. Wenn unserem Körper in diesem Moment das ganze Salz entzogen würde, wären wir nicht mehr lebenstüchtig. Salz ist also lebenswichtig. Die alten Griechen bezeichneten das Salz als göttlich. Solch eine hohe Meinung hatten sie vom Salz. Und eine lateinische Redensart lautete: Nichts ist so nützlich wie die Sonne und das Salz. Und beides haben wir hier. Ihr seid das Salz der Erde und im nächsten Vers, ihr seid das Licht der Welt. Nichts ist so nützlich wie die Sonne und das Salz. Salz galt wegen seiner Weiße, also wegen der weißen Farbe, als Musterbeispiel der Reinheit. Und natürlich gebrauchte man es, um der Speise die rechte Würze zu verleihen. War eine Speise ohne Salz, schmeckt fad. Natürlich kann es auch sein, dass die Suppe mal versalzen ist. Ne? Besonders wir als Ehemänner wollen uns dann darüber nicht beschweren, wenn das mal passiert, wenn das der Hausfrau mal passiert. Ne? Kann ja auch sein. Ist auch manchmal ein Zeichen dafür, dass die Köchin verliebt ist, so sagt man im Volksmund. Ne? Tut sie besonders viel Salz da hinein. Ja, aber das nur am Rande. Von großer Bedeutung ist das Salz auch wegen der klimatischen Verhältnisse als Konservierungsmittel im Orient gewesen. Besonders im Orient. Fleischwaren wurden mit Salz eingerieben, um sie vor Fäulnis zu schützen und vor einem baldigen Verfallsdatum zu bewahren. Wahrscheinlich dachte Jesus in seinem Vergleich hier hauptsächlich an diese Eigenschaft des Salzes. Und zwar hat das seine Begründung im Alten Testament in einigen Stellen. Zwei davon will ich uns vorlesen. Die eine befindet sich im 2. Chronikerbuch, Kapitel 13, Vers 5. Da heißt es, wisset ihr nicht, dass der Herr, der Gott Israels, das Königtum über Israel David gegeben hat ewiglich, ihm und seinen Söhnen durch einen Salzbund. Das heißt also, es gibt im Bund Gottes mit David kein Verfallsdatum. Es ist ein ewiger Bund gewesen, ein dauerhafter Bund. Und ein Wort aus dem 4. Mosebuch, Kapitel 18, Vers 19. Da geht es um die Leviten, in Sonderheit um die Priester aus diesem Stamm. Alle heiligen Opfergaben, die die Israeliten dem Herrn darbringen, habe ich dir gegeben, nämlich Aaron, und deinen Söhnen und deinen Töchtern mit dir als ewiges Anrecht. Das soll ein Salzbund sein für immer, vor dem Herrn für dich und für deine Nachkommen mit dir. Das soll also ständig seine Gültigkeit haben. Hier geht es also um Bewahrung, um Dauerhaftigkeit und von daher eben auch das Salz ein Hinweis auf Konservierung vor Fäulnis. Damit haben wir es zu tun hier in unserem Vers in der Bergpredigt. Nach 3. Mose 2, Vers 13 sollte bei allen Opfern Salz dargebracht werden. Also es gab kein Opfer, ohne dass man Salz darbrachte. Ein Hinweis auf den ewig gültigen Bund, den Gott durch das Opfer Jesu mit uns geschlossen hat. Salz ist also ein Bild für Dauerhaftigkeit. Und in Christus, in seinem Opfer und in seinem göttlichen Auferstehungsleben liegt die Konservierungskraft gegen die zersetzende Fäulnis
dieser Todeswelt, so könnten wir sagen. In seinem Opfertod und in seinem Auferstehungsleben liegt diese Kraft gegen die zersetzende Fäulnis, gegen die zersetzende Verwesung in dieser Todeswelt. Wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann ist das eine Aussage von ungeheurer Tragweite. Er sagt damit, ihr seid für diese Welt unverzichtbar. So wie das Salz lebensnotwendig ist für den Leib, so ist es auch unverzichtbar im geistlichen Sinne, im übertragenen Sinne für diese Welt. Gemeinde Jesu ist unverzichtbar für diese Welt. Wie das Salz für den Leib, so ist auch die Gemeinde Jesu absolut notwendig, das Christenleben absolut notwendig, um diese Welt überhaupt zu erhalten, vor Fäulnis zu schützen, davor zu bewahren, sie zu konservieren. Nun müssen wir natürlich solch eine Aussage richtig einordnen, verstehen. Es geht nicht darum, dass wir in einer stolzen Weise hiervon Gebrauch machen. Wir sind das Salz der Erde. Das heißt also, mit geschwollener Brust, ja, behaupten wir es in dieser Welt. Ohne uns läuft hier gar nichts. Ja. Ohne uns geht diese Welt ihrem Untergang entgegen. Das ist zwar so, aber wir dürfen das nicht in diesem hochmütigen Geist denken und bezeugen. So haben es ja die Pharisäer und Schriftgelehrten getan im Blick auf die Erwählung des Volkes Israel. Wir sind das auserwählte Volk. Und von daher haben sie die Heidenvölker verachtet und gering geschätzt und schlecht über sie geredet. Also in diesem Sinne dürfen wir Erwählung nicht verstehen, sondern Erwählung ist immer eine Erwählung in Christus und das heißt aus Gnaden. Gott hat das erwählt, was er im Grunde genommen gar nicht erwählen hätte erwählen dürfen, wenn es um irgendwelche Vorzüge unsererseits ging, sondern er hat das erwählt, was im Grunde genommen vor der Welt nichts gilt, wie Paulus sagt im 1. Korintherbrief. Wir haben keinen Grund darauf stolz zu sein, sondern die Erwählungsgnade sollte uns zutiefst beugen und demütigen. Und wenn der Herr Jesus hier zu seinen Jüngern sagt und auch zu uns sagt, die wir an Christus glauben, ihr seid das Salz der Erde, dann sollte uns das zutiefst demütigen. Denn wer sind wir von Natur aus, dass uns ein solches Vorrecht widerfährt, dass diese Welt ohne uns nicht auskommen kann, dass wir sie davor bewahren, vorzeitig in das Gericht Gottes hineinzukommen. Also Vorsicht, wenn wir solch ein Wort betrachten. Auf der einen Seite brauchen wir uns nicht zu verstecken. Das wird auch in dem Bild vom Leuchter dann in den Versen 14, 15 deutlich. Wir sollen das Licht nicht unter den Scheffel stellen. Das heißt, wir brauchen uns nicht zu verkriechen und ständig herumzulaufen mit einem schlechten Gewissen und mit Minderwertigkeitskomplexen. Wer sind wir denn eigentlich? Was haben wir denn eigentlich? Wir sind nichts, wir sind überhaupt nichts. In diesem rein menschlichen Sinne. Und auf der anderen Seite dürfen wir uns nicht erheben. Sondern was wir sind, das sind wir, aber wir sind es in Christus. In seiner Gerechtigkeit, in seinem Heil. In einer Gerechtigkeit, die uns von Natur aus nicht zu eigen ist. Wir haben diese Salzkraft nicht in uns selbst, sondern wir haben sie eben ausschließlich in Christus. Von daher hätte der Herr Jesus Christus auch sagen können, an anderer Stelle oder vielleicht in diesem Zusammenhang, ich bin das Salz der Erde. Christus ist es, kein anderer. Wenn wir dann weiterlesen, ihr seid das Licht der Welt, dann sagt der Herr Jesus, Johannes Kapitel 9, nachdem er den Blindgeborenen geheilt hatte, ich bin das Licht der Welt. Er hätte auch sagen können, ich bin das Salz der Welt. Und eure Salzkraft bezieht ihr von mir her. Ihr seid das Salz der Erde, weil ich das Salz der Erde bin. Und ihr in mir seid. Und ich in euch. Nun, diese Aussage ist, wir gehen einen Schritt weiter, natürlich eine schwerwiegende Aussage über den Zustand
dieser Welt. Es kann ja nur alles immer nur besser werden, nicht wahr? Gestern oder vorgestern war es, sprach ich mit einem älteren Herrn und ich weiß nicht, worum es jetzt konkret ging, wie wir darauf kamen, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Er sprach auf jeden Fall über die notvolle Entwicklung in der Firma, in der er über 40 Jahre gearbeitet hat. Immer wieder hatte man auch damit gerechnet, beim nächsten Chef wird es vielleicht noch ein bisschen besser, aber es wird immer schlechter. Ich spreche jetzt nicht von der fachlichen Qualität dieser Vorgesetzten, sondern von ihrem rein menschlichen Charakter. Es wurde immer schlimmer, es wurde immer schrecklicher. Und genau das ist das, was wir in unserer Zeit und Welt beobachten. Es wird nicht besser. In dieser Illusion sind in der Vergangenheit immer wieder Menschen erlegen. Ich denke nur auch noch einmal an die Aussage, die der Herr Jesus hier macht, im Blick auf die Friedfertigen. Weil damit hat man immer wieder gerechnet, es gibt niemals mehr Krieg, schon vor dem Ersten Weltkrieg. Ich erinnere noch einmal daran, schon vor dem Ersten Weltkrieg, nie mehr Krieg. Dann kam der schreckliche Erste Weltkrieg und dann kam der Zweite Weltkrieg. Und wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, als würde es in dieser Welt besser werden. Im Gegenteil, es wird schlimmer werden. Der Herr Jesus sagt im Blick auf die letzte Zeit, unmittelbar vor seiner Wiederkunft, die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Nun wollen wir gerade auch den jungen Leuten nicht die Freude rauben an ihrem rein natürlichen Leben und immer nur negativ reden. Aber wir müssen auch nüchtern sein. Auch die jüngeren Leute müssen das wissen. Es wird nicht besser werden in dieser Welt. Sondern es geht weiter bergab. Das ist das Gefälle. Bis zum Kommen unseres Herrn, bis zum letzten Gericht. Vor einigen Jahren gab es im Spiegel einen Artikel mit der Überschrift Deutschland ein Schweinestall. Vor einigen Jahren. Das hat sich doch nicht besser entwickelt, oder? Es ist eine große, große Not. Ehe für alle war vor einigen Jahrzehnten noch undenkbar. Aber denken wir an die vielen Abtreibungen. Das ist auch nicht weniger geworden. Ehe ohne Trauschein. Wie oft finden wir es an den Türen? Dass wir schon von vornherein wissen, hier handelt es sich nicht um ein Ehepaar, sondern es handelt sich um zwei Menschen, die ohne Trauschein zusammenleben. Das nennt die Bibel Unzucht. Es sind unzüchtige Gemeinschaften, die man da pflegt. Es ist also nicht besser geworden. Es ist schlimmer geworden. Wir befinden uns zurzeit in einem enormen moralischen Morast, Sumpf. Nichts anderes. Und der Spiegel damals hat recht gehabt. Mit dieser Überschrift. Und in dieser so schrecklichen, moralisch verkommenen Welt, in der man das Evangelium längst ad acta gelegt hat, zumindest in vielen, vielen Gesellschaftsschichten und Kreisen, da üben die Christen als solche, die das Salz dieser Erde sind, eine antiseptische Wirkung aus. Sie schützen also vor dem moralischen Zerfall. Wenn wir das jetzt nochmal bedenken, wie es aussieht und wie schlecht es geworden ist in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, dann können wir natürlich daraus auch einen bestimmten Schluss ziehen auf die Qualität der Gemeinde Jesu in unserer Zeit. Dass es so geworden ist und immer schlimmer wird, hängt zum Teil damit zusammen, oder entscheidend damit zusammen, dass die Gemeinde Jesu zum Teil ihre Salzkraft verloren hat. Wir werden am kommenden Sonntag noch darauf zu sprechen kommen. Aber zunächst einmal sind wir es, Salz dieser Erde, haben diese antiseptische Wirkung, schützen vor Fäulnis, vor dem vollkommenen Zerfall unserer Gesellschaft. Und da ist es ein sehr, sehr tröstlicher Gedanke zu wissen, dass ein wenig Salz ausreicht,
um vor dieser Verwesung zu schützen und zu bewahren, zumindest eine Zeit lang. Ein wenig Salz. Man schüttet ja auch nicht eine Menge Salz in die Suppe hinein, sondern einige Salzkörner reichen manchmal aus, um eine Speise schmackhaft zu machen. Einige wenige Salzkörner reichen aus, jetzt im übertragenen Sinne gesprochen, um vor moralischer Verwesung zu bewahren. Viele sind gar nicht nötig. Und ich denke, das ist doch sehr tröstlich. Da gibt es vielleicht eine Person in der Familie, die das sagen kann, ich gehöre auch durch Gottes Gnade zu denen, von denen Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Und diese Person, diese einzelne Person, wer es auch immer sein mag, hat diese bewahrende Wirkung, diese antiseptische Wirkung auf die ganze Familie, vielleicht auch auf die Verwandtschaft. Das ist doch wunderbar zu wissen. Du stehst vielleicht an deinem Arbeitsplatz ganz alleine. Aber du gehörst zu denen, von denen Jesus hier spricht. Du hast Salzkraft in ihm und durch ihn. Und es bewahrt vor Schlimmerem an deinem Arbeitsplatz. In deiner Nähe wagt man vielleicht nicht, irgendeinen schmutzigen Witz zu erzählen oder dergleichen, um nur einmal ein einfaches Beispiel zu bringen. Ja? Gemeinde Jesu hat diese bewahrende Kraft auch da, wo es nur Einzelne sind, am Arbeitsplatz, in der Familie, in der Nachbarschaft und so weiter. Es gibt da ein wunderbares Wort, das mich heute Morgen schon sehr, sehr gestärkt hat. Und wir dürfen es ja auch anwenden auf den Zustand der Gemeinde Jesu, nicht nur auf die Gesellschaft um uns herum, außerhalb der Gemeinde, sondern auch innerhalb der Gemeinde Jesu. Denn auch da ist der Verwesungsgeruch manchmal sehr, sehr stark ausgeprägt. Ja? Wir müssen nicht meinen, das geschieht nur außerhalb, sondern innerhalb der Gemeinde Jesu geschieht dieser Zerfall. Haben wir es mit Fäulnis zu tun? In mancherlei Beziehung. Und da ist es ein großer, großer Trost, zu wissen, was da steht in Jeremia Kapitel 5, Vers 1. Geht durch die Gassen Jerusalems und schaut und merkt auf und sucht auf den Straßen der Stadt, ob ihr jemand findet, der Recht übt und auf Wahrheit hält, so will ich ihr gnädig sein. Einen einzigen sucht der Herr in Jerusalem. Das war abgesehen von Jeremia. Einen einzigen nur, der hätte Jerusalem vor dem Gericht Gottes bewahrt. Ein einziger, der Recht übt und auf die Wahrheit hält. Und das hat mich doch sehr, sehr angesprochen, gerade im Zusammenhang mit dem Text, den wir hier betrachten aus der Bergpredigt. Was kann ein Einzelner ausrichten? 10 Menschen in Sodom und Gomorra, wenn sie denn vor Gott gerecht gewesen wären, 10 hätten ausgereicht, um das Gericht von Sodom und Gomorra abzuwenden. Und einige wenige in der Gemeinde Jesu, die wirklich Salzkraft haben, weil sie in Christus Jesus sind und leben, können eine Gemeinde davor bewahren, auszusterben. Einige wenige, vielleicht eine Person, 2 Personen, 3. Was sind das eigentlich für Leute? Was sind das für Leute? Nun, das sind solche, die sagen können, Herr Jesus, nur ein einziger reicht aus und dieser einzige bist du. Du ganz allein. Und deshalb sprechen wir hier in Jeremia schon von unserem Stellvertreter. Aber da war niemand, der an diesen Stellvertreter im Blick auf die Zukunft glaubte. Kein einziger, der dementsprechend lebte. Aber wenn wir nur einen haben, oder 2 oder 3 in einer Gemeinde, die sagen können, Herr Jesus, wir leben nicht von uns, von unserer eigenen Frömmigkeit, sondern du bist der Einzige, der den Vater verherrlicht hat, und das gilt mir und das gilt uns. Du bist der einzig Fromme, du bist der Einzige, der Recht geübt hat.
Du bist der Einzige, der den Vater über alles geliebt hat. Und den Nächsten wie sich selbst. Und das wird mir zugerechnet. Wenn wir nur ein oder zwei oder drei haben, die das glauben und darin gegründet sind, dann ist das Schutz und Bewahrung für die ganze Gemeinde. Ist das nicht herrlich? Bedarf gar nicht der großen Masse. So wie es nicht der Masse von Salz bedarf, um vor Fäulnis zu schützen. Es gibt für diese Welt und auch für die Entwicklung in der Gemeinde Jesu selbst kein anderes Mittel als das Auferstehungsleben, das ein Christ in sich trägt, das Auferstehungsleben Christi. Es gab im Altertum kein Ersatzmittel für das Salz. Ein Thomas, der Gründer der Fackelträger, berichtet, dass es solch ein Ersatzmittel gab während des Zweiten Weltkrieges. Er war als Major tätig für die Alliierten, auch im Orient. Und da erzählt er, wie notwendig gerade für die Araber das Salz gewesen ist. Für eine Prise Salz hätte man alles bekommen von ihm, wenn man gewollt hätte. Und dann kam Salzersatz auf den Markt. Aber das Schlimme war, dass dieser Salzersatz nicht bewahren, nicht konservieren konnte. Es gab also im Grunde genommen keinen Ersatz für echtes Salz. Und es gibt es auch für uns nicht. Und im geistlichen Sinne erst recht nicht. Es gibt keinen Ersatz für das Auferstehungsleben unseres Herrn Jesus Christus in uns und durch uns. Zugerechnet zunächst einmal und dann durch den Heiligen Geist auch in uns gewirkt. Alles andere kommt aus dem frommen Fleisch heraus und ist für Gott nur ein Gestank, nichts anderes, Fäulnis, todbringend. Frömmigkeit aus dem eigenen produziert ist todbringend und bewahrt nicht vor dem Gericht Gottes über die Einzelnen und auch über die Gemeinde und auch über unsere Gesellschaft. Nur Christus in uns kann diese bewahrende Salzkraft haben und hat diese bewahrende Salzkraft. Und darum dürfen die Aufrufe zu einem besseren moralischen Verhalten in unserer Gesellschaft niemals von der Verkündigung des Evangeliums losgelöst geschehen. Das versucht man ja heute. Nicht wahr? Es gibt ja durchaus konservative Kreise innerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, die sagen, was wir brauchen, ist, dass wir also den Leuten sagen, wie sie sich zu benehmen haben, wie sie sich zu verhalten haben. Wir haben ja in der Bibel das auch in der Bergpredigt. Und lösen das vom Kern des Evangeliums. Aber das hat keine bewahrende Kraft. Da, wo das Evangelium nicht verkündigt wird, von der Gnade Gottes in Christus, sind auch die Appelle an den Menschen, ein dementsprechendes Leben zu führen, vergeblich umsonst. Auch da, wo man sich in der Mehrheit verbindet mit denen, die in anderen Kirchen noch Wert legen auf ethische Maßstäbe, auf moralische Maßstäbe. Nehmen wir beispielsweise die katholische Kirche, wo man doch im Großen und Ganzen auch noch gegen Abtreibung ist, Sterbehilfe und dergleichen. Damit verbündet man sich und meint, man könnte damit diese Welt noch bewahren und dafür Sorge tragen, dass sie etwas christlicher wird und besser wird. Aber das ist ein großer Irrtum. Ich weise immer wieder mal darauf hin, dass im Katholizismus das Evangelium fehlt. Der Kern stimmt nicht. Weil das Menschenbild nicht stimmt, stimmt auch das Verständnis von Gnade, von Erlösung nicht. Der Katholizismus hat kein Evangelium, kein biblisches Evangelium. Aber er hat hier und da ethische Vorzüge, manchmal besser als in der evangelischen Landeskirche. Und da meint man nun in den konservativen Kreisen, man könnte sich damit verbinden. Aber es ist ein großer Irrtum. Man kann sich nicht mit denen geistlich verbinden, auch wenn es um moralische Ansprüche geht,
nicht mit denen geistlich verbinden, die kein Evangelium haben, kein Evangelium verkündigen. Moralische Ansprüche kann man nicht trennen von der klaren Verkündigung des Evangeliums. Und da, wo das geschieht, und das beweist die Kirchengeschichte, da geschieht auch immer wieder ein großer Einfluss auf die Gesamtheit der Gesellschaft. So war es in Zeiten der Erweckung. Nicht nur Gläubige wurden ganz neu ausgerichtet auf ihre Beziehung zu Gott, wurden lebendig gemacht durch die Verkündigung des Evangeliums, durch das Wirken des Heiligen Geistes. Es gab Leute, die dachten, ich habe das Evangelium noch nie richtig gehört. Sie hatten es tausendmal gehört. Und trotzdem sahen sie alles während Erweckungszeiten in einem ganz neuen Licht. Die Bibel sprach ganz neu zu ihnen. Das ist genau das, was wir brauchen in unserer Zeit. Nicht etwas Neues, sondern die alten Wahrheiten, gewirkt durch den Heiligen Geist in die Herzen hineingebracht, auch in der Predigt. Es nutzt gar nichts. Ich kann euch alles richtig sagen. Und keiner könnte mir sagen, das war aber nicht in Ordnung, was du gesagt hast. Das war verkehrt, was du gesagt hast. Wenn der Heilige Geist hier nicht wirkt, ist alles vergeblich. Der Heilige Geist, den brauchen wir. Und es fehlt mir manchmal an der Dringlichkeit unserer Gebete im Namen Jesu. Um den Heiligen Geist, dass der Heilige Geist wirkt. Das ist nicht damit getan, dass man mal betet, Herr, ach, schenk doch Gnade, dass der Prediger die richtigen Worte findet oder dergleichen. So, es geht darum, dass uns bewusst wird, dass ohne die Kraftwirkung des Heiligen Geistes nichts geschieht in unserer Gemeinde, aber auch gar nichts. Dass wir Gott die Ehre geben, indem wir unser Vertrauen setzen während der Predigt, während des Hörens, ganz allein auf den Heiligen Geist, der sowohl befähigt zum Predigen und das Wort lebendig macht an unseren Herzen, als auch uns befähigt zum Hören, zum rechten Hören. Und die Kirchengeschichte beweist, dass dadurch immer auch Menschen außerhalb der Gemeinde wunderbar beeinflusst wurden. Manchmal war es so, dass in einem Dorf oder in einem Städtchen kein Mensch mehr in die Kneipe ging. Die Gefängnisse leerten sich. Ja, warum denn? Weil man Moral gepredigt hat, wie Pater Leppich, vor einigen Jahrzehnten, ja, Moral gepredigt. Nein, weil das Evangelium gepredigt wurde. Gesetz, dadurch wurden die Menschen in das Licht Gottes hineingestellt, wie wir es heute Morgen gehört haben. Die Sünde wird mächtig, indem wir erkennen, was Gott eigentlich will von uns, dass wir vor sein heiliges Angesicht gestellt werden und Evangelium, dass Gott in Christus alles getan hat, was nötig ist, damit wir vor diesem lebendigen, heiligen Gott bestehen können, aus Gnaden. Und dass wir Kinder Gottes sein dürfen, Erben des Himmelreiches, teilhaftig seiner göttlichen Natur, Empfang des Heiligen Geistes, damit wir fruchtbar sein können für Gott. Das haben wir alles in Christus, ihr Lieben, das ist Evangelium. Und wo das nicht verkündigt wird, diese Gnade Gottes in Christus Jesus, da wird sich nicht viel tun. Leider ist es auch am vergangenen Sonntag hier geschehen, ja. Wir haben viele gute Dinge gehört über die Witwenschaft, die göttlichen Ordnungen, die damit verbunden sind, aber wir haben kein Evangelium gehört. Ich habe es nicht gehört. Ich weiß nicht, wer hier war, ob er es gehört hat, ob es euch aufgefallen ist überhaupt, ihr Lieben, dass wir kein Evangelium gehört haben. Keine frohe Botschaft von dem, was Gott in Christus am Kreuz und in der Auferstehung getan hat. Wir wollen darum beten, dass es geschieht. In der Kraft Gottes. Sonst geht es nur noch um Moral oder außerhalb der Gemeinde, um Mitmenschlichkeit. Da geht es ja um den sogenannten Humanismus, der das fördert, Mitmenschlichkeit. Das bringt uns aber nicht weiter und bewahrt unsere Gesellschaft nicht vor dem Gericht Gottes, vor Zersetzung, vor Fäulnis und dem Gericht. Humanität, so hat jemand gesagt, ohne Divinität führt zur Bestialität. Es wird also schlimmer werden. Es wird schlimmer werden, wie ich eingangs schon sagte. Humanität, Mitmenschlichkeit, ohne Divinität, ohne die Beziehung zu Gott, vom Evangelium her, führt zur Bestialität. Und das wird kommen, irgendwann. Irgendwann wird das kommen. Grauenhafter, als das während der Nazizeit der Fall gewesen ist. Wollen wir uns darüber nicht hinwegtäuschen. Und wenn es jetzt noch so ist, dann aufgrund der Tatsache,
dass es Menschen gibt, die in Christus Jesus das Salz dieser Erde sind. Wir wollen uns am kommenden Sonntag mit dem zweiten Teil beschäftigen, mit dem zweiten Teil dieses Verses. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist so nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Hier geht es also um die Frage, wie bewahren wir diese Salzkraft, die wir grundsätzlich in Christus Jesus haben. Und heute zum Schluss möchte ich euch bitten, euch doch in Zukunft vermehrt mit dem Kern des Evangeliums zu befassen. In eurer stillen Zeit und auch sonst hier, Gottesdienst, Bibelstunden, mit dem Kern des Evangeliums. Persönlich in den Predigten. Was bedeutet dir der Herr Jesus? Was bedeutet dir das Kreuz auf Golgatha, der Gekreuzigte, von dem Paulus sagt, dass er nichts anderes wüsste? Das war der Kern seiner Botschaft, der Gekreuzigte. Ich weiß unter euch nichts anderes als Christus und er und ihn als den Gekreuzigten. Was bedeutet dir die Auferstehung, die Erhöhung Jesu? Was hat das für eine Bedeutung für dich persönlich? Du bist doch eins mit ihm. In Kreuz, in Auferstehung, Erhöhung, eins, von Gott her in Christus eingepflanzt. Was hat das für eine Bedeutung für dich? Das sind doch lehrmäßig wichtige Fragen, nicht nur lehrmäßig. Sie haben Auswirkungen auf unser persönliches Glaubensleben. Beschäftigt euch bitte damit. Darum also, weil das so wichtig ist, die frohmachende, aber auch sehr ernste Botschaft: Ihr seid das Salz der Erde. Amen.